Am Morgen des 7. Juli 2011 treffen sich in Berlin zwei Freunde an der Spree zum Angeln. Als sie dabei am Ufer einen Rollkoffer finden, treffen sie einen folgenschweren Entschluss. Sie öffnen den Koffer und machen einen grausamen Fund. Ein tätowierter menschlicher Torso. Beine, Arme und Kopf fehlen. Die Angler ahnen in diesem Moment noch nicht, dass dies erst der Anfang einer rätselhaften Geschichte ist, die ganz Berlin einen Sommer lang in Atem halten wird. Und für Deutschlands bekanntesten Rechtsmediziner ist es der Beginn eines wirklich mörderischen Puzzles. Mein Name ist Michael Zokos. Ich bin Leiter der Berliner Rechtsmedizin. Und Sie und ich sind jetzt gemeinsam dem Tod auf der Spur. Einer der spektakulärsten Berliner Kriminalfälle hatte seinen Anfang genommen. Und der Fall des Puzzlemörders war auch einer meiner spannendsten Fälle. Zwei Angler hatten am Ufer der Spree einen menschlichen Torso in einem Rollkoffer gefunden. Ohne Beine, ohne Arme, ohne Kopf. Und es war mehr als wahrscheinlich, dass in nächster Zeit noch weitere Leichenteile auftauchen würden. Im Moment hatten wir aber nur den Torso. Sie sehen hier die computertomografische Darstellung des Originaltorsos in diesem Fall. Auffällig war einmal, dass es sich um einen männlichen Torso handeln musste, denn wir fanden Brustbehaarung. Außerdem fanden wir zahlreiche Tätowierungen, die für die weiteren Ermittlungen möglicherweise hilfreich waren. Die Abtrennungsstellen befanden sich im Kopfbereich am Übergang vom Rumpf zum unteren Hals, an den Armen unterhalb der Schulterhöhen. Und der gesamte untere Teil des Körpers wurde unterhalb der Nabellinie einmal abgetrennt. Was auffällig war, ist, dass wir im Bereich der Abtrennungsstellen, wie wir es nennen, unterschiedliche Werkzeugspuren fanden. Das bedeutet, dass unterschiedliche Gegenstände, Tatwerkzeuge, verwendet worden sein mussten, um die Extremitäten, den Kopf und die gesamte untere Rumpfpartie abzutrennen. Entscheidend war auch noch ein weiterer Befund an den Abtrennungsstellen, nämlich dass diese nicht unterblutet waren. Wenn einem lebenden Menschen ein Arm oder ein Bein abgetrennt wird, kommt es durch den noch funktionierenden Blutkreislauf zu massiven Einblutungen in das Gewebe. Das war hier aber nicht der Fall, was ganz klar darauf schließen ließ, dass die Leichenzerstückelung postmortal erfolgt sein musste. Auch wenn wir jetzt schon einige relevante Informationen hatten, waren wir umso mehr auf die neuesten Erkenntnisse der Kriminaltechnik angewiesen. Im LKA Berlin wird der Koffer auf Spuren untersucht. Für die Beamten ist das nichts Ungewöhnliches. In Städten wie Berlin kommen sogenannte Kofferleichen häufiger vor. Die Enge der Großstadt und die Gefahr, entdeckt zu werden, zwingen manche Täter, ihre Opfer möglichst unauffällig zu transportieren, um die Tat zu vertuschen. Wie zum Beispiel zuletzt der Piratenpolitiker Klaus Brunner. Doch an dem Koffer, in dem sich der tätowierte Torso befand, sind durch die Liegezeit im Wasser der Spree keine klaren Spuren zu finden. Der einzige Ermittlungsansatz für die Beamten der Berliner Mordkommission ist nun also der Torso des Opfers. Das große Problem, was sich für uns eben auch sofort stellte, war, wer ist dieser Mensch? Zu wem gehört dieser Torso und vor allen Dingen, was ist dem Menschen passiert? Ja, wenn man sich also vorstellt, dass man vor einem Teil eines Menschen steht und das Einzige, was man hat, ist tatsächlich eine starke Tätowierung, dann lässt es den Schluss zu, dass das Opfer sich entweder in der entsprechenden Szene oder in einem bestimmten Milieu bewegt hat. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt in Berlin einen beginnenden Rockerkrieg. Und da konnten einfach auch nicht ausschließen, dass es sich hier um einen getöteten Rocker-Kontrahenten einer rivalisierenden Gang handelt. Auf der anderen Seite stand eine Tattoo-Convention vor der Tür. Wir haben davon gehört und haben uns entschlossen, hinzugehen mit entsprechenden Bildern, die die Gerichtsmedizin fertigt. Wir sind dann also am frühen Morgen auf die Tattoo-Convention gegangen, haben uns da durchgefragt, haben die Bilder dabei gehabt. Und in einem Fall meldete sich dann auch ein Tätowierer und sagte, ja, das sind seine Arbeiten. Und der Tätowierer sagte uns, dass es sich hierbei um den ihm bekannten Leon Feldgärtner handelt. Das erkennt er an den Arbeiten wieder und an der Signatur, die er da einbringt. Und das war für uns auch alles schlüssig und nachvollziehbar. Und so hatte zumindest der Torso jetzt einen Namen.
Leon und ich waren vor fast 6 Monaten befreundet. Wir haben zusammengearbeitet, Maschine gebaut, Skizze gemalt, alles. Auch Skateboarding zusammen. Er war ein ganz netter Typ. Einfach niemals gestritten oder kein Ärger mit niemand. War immer nett im Laden. Und als ich gehört, dass er gestorben ist, ich war gerade am Tätowieren und meine Ex-Freundin hat mir ja, nach der Tattoo gesagt. Und das war echt komisch für mich, weil ich hätte niemals gedacht, mit so einem Mensch werde das passieren. Und ja. Während das Opfer mittlerweile als Leon Feldgärtner mittels DNA-Abgleich identifiziert worden war, kam es zu weiteren grausigen Leichenteilfunden in Berlin. Die Polizei suchte das Spreeufer und die Spree mit Spürhunden und Polizeitauchern ab. Und sie fanden 2 Mülltüten. In diesen die Unterschenkel, abgetrennt oberhalb der Kniegelenke, und die Arme. Kurze Zeit später fand sich ein weiterer Koffer auf dem Grund der Spree. Hierin das Becken und die Oberschenkel. Es ergab sich ein wirklich makabres Puzzle. Die Unterschenkel, die Oberschenkel mit dem Becken, die Arme, alles fügte sich zu einem großen Puzzleteil zusammen. Und während wir auf das letzte Puzzleteil warteten, den Kopf, gab es einen neuen, entscheidenden Hinweis. Wir mussten tatsächlich überlegen, wie wir weiter ermitteln, als sich bei uns wirklich überraschend ein Gastwirt eines Lokals in Berlin Schöneberg meldete und sagte, er hätte hier einen Gast zu sitzen, der auf eine Berliner Boulevardzeitung zeigt, auf das Bild des Opfers, was wieder mal abgedruckt war, und sagte, er kennt den Mann und er wäre am Tatabend mit dem noch zusammen gewesen. Sofort machen sich die Ermittler der Mordkommission auf den Weg in die Gaststätte in Berlin-Schöneberg. Dort treffen sie auf den US-Amerikaner Hank Burren. Die Beamten bringen Burren zur Befragung ins LKA. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellt sich heraus, dass er wegen Körperverletzung und schwerer Körperverletzung in den USA mehrfach vorbestraft ist. Ist Hank Burren der Täter? In der Befragung weist er jede Schuld von sich. Nach seiner Darstellung endete der Kontakt an diesem Abend am Innsbrucker Platz. Zudem hätten man sich gegenseitig begleitet. Die Wohnung von Hank Burren liegt in der Nähe. Dort hätte man bei dem Spätkauf noch Orangensaft und Wodka gekauft und den auf einer Bank gemeinsam konsumiert. Wir sind dann auch mit ihm da nochmal hingefahren, haben uns die Bank zeigen lassen. Das passte alles soweit. Aber, und das darf man eben nicht vergessen, es wurden parallel die Daten von ihm überprüft, unter anderem auch die Mobildaten. Und da stellte sich heraus, dass sein Handy in den Bereich eingeloggt war, nämlich dem späteren Ablageort der Leichenteile, an dem wir den Torso gefunden haben. Und von daher war die Frage, warum sagt er uns die Unwahrheit? Hat er dafür vielleicht einen guten Grund oder ist er einfach unser Täter? Bei der Obduktion stellten wir eine massive Blutaspiration, eine Einatmung von Blut fest. Das bedeutet, wenn wir die Luftröhre, die Bronchien und die Lungen aufschneiden, finden wir dort Blut, wo es eigentlich nicht sein sollte. Hier sehen Sie ein Originalpräparat einer Blutaspiration. Lungengewebe und einzelne rötliche Flecken, die stellen das eingeatmete Blut dar. Bei einer Blutaspiration müssen massive Gesichtsverletzungen vorliegen, beziehungsweise die Schädelbasis muss gebrochen sein. Damit war klar, dass dem Finder des Kopfes eine grauenvolle Entdeckung bevorstand. 3 Tage später wird der Kopf dann tatsächlich gefunden. Spielende Kinder entdecken am Ufer der Spree einen Müllsack und in dem Müllsack den bereits verwesenden Kopf von Leon Feldgärtner. Sofort verständigen die Eltern der Kinder die Polizei. Der Kopf wird umgehend in die Rechtsmedizin gebracht, denn die Obduktion duldet keinen Aufschub. Da sich die einzelnen Teile der Leiche in unterschiedlichen Stadien der Verwesung befinden, zählt jede Minute. Hier muss man schon sagen, dass man als Mensch an seine Grenzen stieß. Denn diese Situation und der Anblick dieses Kopfes war also schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und die Obduktion wurde dann auch mit größter Diskretion und Rücksichtnahme auf die ermittelnden Beamten durchgeführt. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hierbei mittlerweile um die 3. Obduktion des gleichen Menschen handelt, nachdem erst der Torso, dann Arme und Beine und jetzt der Kopf aufgefunden wurden.
Es war etwa 21 Uhr, als bei mir zu Hause das Telefon klingelte und mir mitgeteilt wurde, dass das letzte Teil in diesem makabren Puzzle, der Kopf von Leon Feldgärtner, gefunden worden war. Als ich mich von meiner Frau verabschiedete, sagte ich ihr, sie könnte ruhig auf mich warten, denn so lange könne die Obduktion eines einzelnen Kopfes ja wohl nicht dauern. Womit ich völlig falsch lag. Die Obduktion des Kopfes von Leon Feldgärtner dauerte über 7 Stunden. Mittlerweile zeigte der Kopf ausgeprägte Fäulnisveränderungen. Und wenn Sie jetzt denken, dass wir uns in der Rechtsmedizin Mentholpaste unter die Nase schmieren, um Gerüche zu übertünchen, dann liegen Sie falsch. Ich kann Ihnen versichern, wenn ich mir in den letzten 25 Jahren bei jeder meiner über 20.000 Obduktionen Mentholpaste unter die Nase geschmiert hätte, dann hätte ich jetzt hier ein klaffendes Loch und Sie würden geradewegs auf meine Schneidezähne starren. Aber zurück zu unserem Fall. Der Kopf von Leon Feldgärtner zeigte insgesamt 52 Verletzungen, die offensichtlich von verschiedenen Gegenständen bzw. Werkzeugen verursacht worden waren. Im Rachen klaffte ein riesiges Loch und die Unterblutung der Wundränder zeigten mir, dass dies eine Verletzung war, die er zu Lebzeiten erlitten hatte. Das heißt, diese Verletzung war möglicherweise die Todesursache in Kombination mit der Blutaspiration. Aufgrund der Massivität der Verletzungen war uns eins klar. Wir hatten es hier mit einem sehr speziellen Tätertypus zu tun. Er musste sich bei seiner Tat in absoluter Rage befunden haben und war extrem brutal vorgegangen. Parallel zu den bereits beschriebenen Vernehmungssituationen liefen natürlich die Ermittlungen im Hintergrund, insbesondere die Feststellung der Funkdaten. Und es stellte sich heraus, Hank Barron war sehr wohl ganz in der Nähe des Auffinderortes. Und mit diesem Umstand konfrontiert, räumte Hank Barron dann ein, dass er mit Leon Feldgärtner noch weitergefahren sei. Und zwar bis zum S-Bahnhof Schöneweide. Dort hätte man dann die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen und habe sich in Richtung der Wohnung der Freundin von Hank Barron aufgemacht. Hier trat eine Besonderheit zutage. Hank Barron wollte eigentlich so ein bisschen weg von der Wohnung seiner Freundin. Er erzählte nämlich dann, dass er sich mit Leon Feldgärtner gestritten hätte und auf der Straße in S-Bahnhof-Nähe eine kurze körperliche Auseinandersetzung gab, bei der er Leon Feldgärtner ins Gesicht schlug. Dieser blutete und dann fluchend quasi diesen Bereich verließ. Da hätten sich denn die Wege getrennt. Der nächste Ermittlungsansatz war ganz klar, wir müssen mit der Freundin sprechen. Wir haben dementsprechend die nahegelegene Wohnung aufgesucht und trafen die Freundin auch an. Überraschenderweise in einer Putzorgie. Die junge Dame war damit beschäftigt, die Wohnung zu reinigen. Und das ist natürlich keine große Kunst, daraus zu schließen, dass offensichtlich etwas verwischt oder verdeckt werden soll, sodass die Kollegen, die vor Ort waren, sofort auch in diese Richtung ermittelten und feststellten, dass die Freundin von Hank Barron, die also auch nur 400 Meter vom Einlassort des Torsos wohnte, ganz intensiv und zwar seit Tagen ihre Wohnung reinigte. Nach 8 Stunden Vernehmung brach Hank Barron scheinbar zusammen. Er berichtete, dass in der Wohnung seiner Freundin ein Streit zwischen ihm und Leon Feldgärtner eskaliert sei. Schließlich hätten sich beide mit den Fäusten bearbeitet. Nach einigen wuchtigen Schwingern sei Leon Feldgärtner zu Boden gekommen und er habe sofort versucht, ihn zu reanimieren. Allerdings waren Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung erfolglos. Daraufhin legte er Leon Feldgärtner in die Badewanne und ließ kaltes Wasser ein, in der Hoffnung, die Kälte würde ihn wieder zu Bewusstsein kommen lassen. Uns war völlig klar, dass das gelogen war. Wir hatten massive, stumpfe, äußere Gewalteinwirkung, halbscharfe Gewalteinwirkung und scharfe Gewalteinwirkung im Gesicht und am Kopf von Leon Feldgärtner festgestellt. Natürlich wollte Hank Barron alles nach einem Unfall aussehen lassen. Und es war jetzt an uns, zu beweisen, dass er nicht nur der Täter war, sondern auch was genau er getan hatte. In den anschließenden Vernehmungen von Hank Barron und seiner Freundin präsentierten beide immer wieder verschiedene Versionen vom Ablauf der Geschehnisse. Das Problem war, dass
jede Version, die die beiden darstellten und die sie beide auch in ein besseres Licht stellten, durch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin und unserer kriminaltechnischen Untersuchung widerlegt werden konnten, sodass am Ende der Vernehmungen die Freundin zugab, beim Eintreffen von Leon Feldgärtner dabei gewesen zu sein, dann allerdings die Wohnung verlassen haben möchte. Und als sie wiederkam, Hank Byrne über den bereits toten Leon Feldgärtner stand und auf ihn einschlug. Entscheidend war jetzt, ob wir in dieser Wohnung brauchbare, verwertbare Spuren finden können, die auf solch massive Gewalteinwirkung und die Zerlegung eines Leichnams Rückschlüsse abgeben. Wir, die Kriminaltechniker, bedienen uns vielerlei Mittel, um solch eine gereinigte Wohnung akribisch untersuchen zu können und latente Spuren, in dem Fall Blut, so wie es beim Zerteilen einer Leiche vorhanden sein muss, nachzuweisen. Mittels einer Chemikalie werden latente Blutspuren zum Leuchten angeregt. Wir sprechen hier von Lumineszenz. In dieser Wohnung konnten wir eine Vielzahl solcher weggewischten Spuren nachweisen. Mittels dieser Flüssigkeit war es uns also möglich, im Rahmen einer Dokumentation den Beweis zu erbringen, dass hier der Tatort war, dass hier unser Opfer massiv zusammengeschlagen wurde und sein Leichnam zerlegt wurde. Um Ihnen den Tatort, die Wohnung von Hank Byrnes Freundin, einmal genau zu verdeutlichen, sehen Sie hier eine Babystube. Dies ist ein maßstabsgetreuer Nachbau, exakt des Tatortes. Und so etwas nutzen wir, um Tatgeschehen zu rekonstruieren. Im Fall der Wohnung von Hank Byrnes Freundin handelt es sich um einen Flur, von dem zunächst das Badezimmer und dann die Küche abgehen, sowie am Flurende zwei weitere Zimmer, die hier aber für die Rekonstruktion nicht von relevant sind. Die Kriminaltechniker konnten in dieser Wohnung reichlich latente Blutspuren feststellen. Latente Blutspuren bedeutet, dass Blutspuren versucht wurden zu entfernen. Aber das können sie nicht. Auch noch so intensive Reinigung kann Blut nie ganz entfernen. Und deshalb gibt es eben in der Kriminaltechnik auch einen eigenen Begriff dafür. Latente Blutspuren. Im vorliegenden Fall fanden sich extensive Blutantragungen an Wänden und Wohnungstür im Flur und auch im Badezimmer. Im Bereich der Eingangstür fanden sich Blutantragungen. An der Wand daneben fanden sich Blutspuren in einem Verteilungsmuster zwischen 123 und 138 cm und an der gegenüberliegenden Wand in einer Höhe von bis zu 20 cm. Dies ließ nur zwei Schlüsse zu. Erstens, Leon Feldgärtner musste die tödlichen Verletzungen hier in diesem Flur erlitten haben und er ging auch hier zu Boden. Die Blutspuren hinter der Wohnungstür zwischen 50 und 190 Zentimetern zeigen uns, dass Leon Feldgärtner hier noch aufrecht stand, als der erste Schlag seinen Kopf traf. Dann drehte er sich zur Seite, bückte sich, vielleicht stürzte er auch. Auf jeden Fall schlug der Täter weiter zu und in einer Höhe zwischen 123 und 138 Zentimetern wurde die rechtseitige Flurwand bespritzt mit Blut. Dann stürzte Leon Feldgärtner, er kam zu Fall und das exakt vor der gegenüberliegenden Wand, woraufhin der Täter offensichtlich weiter auf ihn einschlug, mit Gegenständen, die spitz, scharf und schwer waren. Zum Beispiel Samurai-Schwerter, Macheten, aber auch Beile oder Äxte. Der auf dem Boden liegende wurde von weiteren Schlägen getroffen und sehr wahrscheinlich dort getötet. Im Badezimmer wurde der Leichnam von Leon Feldgärtner schließlich zerstückelt. Alle, die zu diesem Zeitpunkt in die Ermittlungen involviert waren, waren sich sicher. Das Merkmal der Grausamkeit war hier erfüllt. Das würde auf ein späteres Gerichtsurteil erheblichen Einfluss nehmen. In der Vernehmung möchten wir natürlich das Motiv des Täters herausarbeiten und feststellen, was hat den Täter angetrieben und unter Umständen, wie ist er am Ende der Verhandlung auch zu bestrafen. Ja, das ist ja auch für den dann späteren Prozess sehr wichtig, hier in der Unmittelbarkeit der Vernehmung festzustellen, was war die Intention des Täters. Denn wir haben befürchtet und die Spuren und die Situation ließen nichts anderes zu, dass Hank Byrne
aus Grausamkeit so gegen Leon Feldgärtner vorging. Alles andere war für uns nicht erklärbar. Allerdings hat sich Hank Barron dahingehend nicht eingelassen. Er behauptete nach wie vor, dass es ein Streit war, der einfach nur aus dem Ruder lief und an dessen Ende ein Toter in der Badewanne lag. Grausamkeit zählt zu den objektiven Mordmerkmalen. Juristen sprechen auch von einem tatbezogenen Mordmerkmal. Grausam handelt ein Täter, der seinem Opfer Schmerzen und Qualen zufügt, die über das erforderliche Maß, das für die Tötung notwendig ist, hinausgehen. Aber hat Hank Barron auch grausam gehandelt? Wir stellten bei der Obduktion fest, dass er versuchte, Leon Feldgärtner zu häuten. Und er schlug ihm die Zähne aus. Er trennte seine Körperteile ab. All das, um die Identifizierung zu erschweren. Aber entspricht Hank Barron wirklich einem grausamen Tätertypus? Wir haben ihn da durchvernommen dann durch die Nacht. Und das war dann eher so ein Duell auf Augenhöhe. Weil er dann auch anfing, gegenzuhalten und sich da nicht mehr, klar, hatte auch was zu verlieren. Und mein Kommissariatsleiter mich zwischendurch mal rausholte und meinen Arm nahm, weil mir dann auch die Tränen kamen, weil das so intensiv war. Von 16 bis 02 Uhr, dann haben wir ihn kurz schlafen lassen, nochmal aufeinander geprallt sind. Und dann haben wir ihn abgeholt, dann ist er auch eingebrochen. Und dann war er in einer Sekunde, also so eine körperliche Reaktion, war das T-Shirt nass. Das war also wirklich ein Wasserausfluss. Und dann brach er ein, dann wurden die Haare, also ich habe so einen Menschen noch nie so zerfallen sehen in Sekunden, wie alles runterfiel, die Haare klebten hier dran. Und dann haben wir am Ende noch gefragt, sag mal, weil wir nicht wussten, was hat er noch mit dem vorher, wo sind die Organe, die fehlten ja. Letzten Endes endete die Vernehmung an diesem Punkt, dass wir die Beweislage hatten, wie ich sie gerade geschildert habe. Und ich bin froh, dass die Situation für mich beendet und mittlerweile auch verarbeitet ist. Der Angeklagte, ein 31-jähriger Tätowierer aus New York, konfrontiert mit dem Vorwurf unvorstellbarer Grausamkeit. Höchst unbarmherzig soll er sein Opfer gequält haben, bevor der Österreicher, ein Berufskollege und Trinkkumpan, an seinem Blut erstickte. Das wird eine zentrale Frage in diesem Prozess im Rahmen der Beweisaufnahme sein, ob tatsächlich ein Mordmerkmal der Grausamkeit angenommen werden kann oder ob es ein Totschlag war. Aber natürlich war die Gewalthandlung, die sich ja abzeichnet, exzessiv und überschießend. Es ist auch kein Ziel erkennbar, also kein Anlass, jedenfalls von dem Fallbericht her nicht. Ein Satz, den Hank Barron gesagt hat, könnte aber entscheidend sein. Ich wollte, dass er endlich tot ist. Das war die Aussage von Hank Barron als Begründung dafür, dass Leon Feldgärtner sterben musste. Sie zeigt diesen absoluten Vernichtungswillen, den Hank Barron hatte an diesem Abend. Befragt danach, wie es dazu kam, antwortete er eher ausweichend. Einerseits begründete er das mit dem Alkoholkonsum, der sicherlich stattgefunden hat. Auf der anderen Seite mit einer nicht kontrollierbaren Wut, von der er berichtete. Dieser Vernichtungswille, der sich durch diesen ganzen Fall zog, ist tatsächlich auch von uns festgestellt worden und kann nur bestätigt werden. Und so endete ein Kriminalfall, der einen Sommer lang ganz Berlin in Atem hielt. Hank Barron wurde wegen Totschlags zu 10,5 Jahren Haft verurteilt. Und das, obwohl die ursprüngliche Anklage auf Mord aus Grausamkeit lautete. Der Staatsanwalt stellte mir in der Gerichtsverhandlung die alles entscheidende Frage. Kann es sein, dass Leon Feldgärtner bereits nach dem ersten Schlag das Bewusstsein verloren hat? Und ich antwortete, ja. Ich kann die Reihenfolge der Schläge retrospektiv nicht feststellen. Insofern ist es möglich, dass die schwere Verletzung, die zu einer Blutaspiration geführt hat, auch die erste Verletzung war und er sofort das Bewusstsein verlor. Damit entfiel das Mordmerkmal der Grausamkeit. Den Richterspruch kann ich akzeptieren, aber für mich als Mediziner ist eines klar. Leon Feldgärtner starb einen wirklich grausamen Tod. Mit zwei Schüssen beginnt einer der rätselhaftesten Fälle von Professor Zockers.
Kennen Sie diese Ratespiele, die man auch als Black Stories bezeichnet? Zum Beispiel ein toter Taucher hängt in voller Montur in den Baumwipfeln. Was ist hier passiert? Das Ratevolk stellt Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden dürfen. Und genauso ein Ratespiel möchte ich heute einmal mit Ihnen machen. Und zwar anhand eines meiner kniffligsten Fälle. Wenn Sie hier vorzeitig auf die Lösung kommen, sollten Sie ernsthaft überlegen, ob Sie nicht in der Rechtsmedizin anfangen oder sich bei der Polizei bewerben. Und alles beginnt mit einem toten Jäger im Wald. An einem kühlen Herbstabend gehen zwei befreundete Jäger in den Wald. Der 65-jährige Jürgen Mertens und Otto Wächter, 78. Beide haben einen eigenen sogenannten mobilen Ansitzwagen. Das sind fahrbare Hochsitze mit Stuhl. Die Jäger trennen sich. Am nächsten Morgen will man sich wieder treffen. In der Nacht hört Jürgen Mertens dann zwei Schüsse. Als Otto Wächter am nächsten Morgen nicht am verabredeten Treffpunkt erscheint, geht Mertens zu dessen Ansitzwagen. Er findet seinen Jagdkameraden regungslos auf dem Boden. In seiner Brust klafft eine tödliche Schusswunde. Und jetzt die Frage an Sie. Was ist hier passiert? Frage. Wurde Otto Wächter von den Schüssen getötet, die Jürgen Mertens in der Nacht hörte? Antwort: Jein. Heißt das teils ja, teils nein? Antwort: Ja. Wurde Otto Wächter also von einem der beiden Schüsse getötet? Antwort: Ja. Wurde am Tatort eine Waffe gefunden, die als Tatwaffe in Betracht kam? Antwort: Ja. Aber wer hat Otto Wächter erschossen? Der Hauptverdächtige ist in diesem Moment sein Jagdfreund Jürgen Mertens. Der verständigt nach eigener Aussage aber sofort die Polizei. Doch schließt ihn das als Täter aus? Polizei und Spurensicherung treffen wenig später am Tatort ein und können nicht nur eine, sondern zwei mögliche Tatwaffen sicherstellen. Das Gewehr von Otto Wächter und das Gewehr von Jürgen Mertens. Die Frage lautet nun: Ist Otto Wächter mit einer dieser beiden Waffen erschossen worden? Sollte sich jedoch herausstellen, dass es sich bei keiner der beiden Waffen der Jäger um die Tatwaffe handelte, gäbe es eine weitere Frage zu beantworten. Hatte Otto Wächter in besagter Nacht ein Verbrechen von seinem Ansitzwagen aus beobachtet, auf den Täter geschossen, ihn verfehlt und war dann selbst erschossen worden? Diese Frage ließ sich zum damaligen Zeitpunkt nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Hierzu bedurfte es des Abgleiches der Einschusswunde von Otto Wächter mit den beiden möglichen Tatwaffen. Die sichergestellten Jagdgewehre schießen mit Schrot. Die Verletzungen, die dabei entstehen, sind sehr charakteristisch und unterscheiden sich deutlich von allen anderen Schussverletzungen. Sollte sich bei der Obduktion herausstellen, dass tatsächlich ein Schrotschuss die Todesursache war, wäre Jürgen Mertens weiterhin der Hauptverdächtige. Die Untersuchung des Leichnams von Otto Wächter erfolgte unter erschwerten Bedingungen. Wir führten eine sogenannte Außensektion durch. Der Jäger wurde viele Kilometer entfernt vom nächsten rechtsmedizinischen Institut aufgefunden. Und so packten wir unsere Sachen zusammen und fuhren mit einem Sektionsteam vor Ort. Außensektionen werden in Prosekturen durchgeführt. Das sind leerstehende Sektionssäle von Krankenhäusern oder manchmal ganz kleine provisorische Sektionssäle in Friedhofskapellen. Manchmal gibt es dort nicht mal fließendes Wasser und nur sehr dürftige Lichtverhältnisse. Das hat schon eine gewisse Hollywood-Atmosphäre, wenn man dort gerade morgens nach einer Exhumierung um 4 oder um 5 Uhr wirklich bei Scheinwerferlicht die Obduktion durchführt, teilweise am geöffneten Sarg. Das sind schon besondere Momente. Das Wichtigste bei einer solchen Außensektion ist so eine mobile Sektionseinheit, ein Sektionskoffer, in dem sich das Besteck und das notwendige Werkzeug findet. Wir haben die unterschiedlichsten Werkzeuge, die wir bei Obduktionen einsetzen. Zum Beispiel eine Bügelsäge, die es auch in elektrischer Ausführung gibt, zum Öffnen des Schädeldaches. Eine Dura-Fasszange, mit der wir die harte Hirnhaut aus dem Schädelinneren entfernen.
die Rippenschere zum Öffnen des Brustkorbes und andere Scheren in verschiedenen Größen, mittlere Scheren zum Öffnen der Bronchien, die Darmschere zum Öffnen des Verdauungstraktes oder die Koronarschere, die besonders fein ist und mit der wir auch die kleinsten Herzkranzgefäße eröffnen können. Um Ihnen die tödliche Schussverletzung von Otto Wächter einmal zu verdeutlichen, sehen Sie hier eine computertomografische Animation. Der Leichnam von Otto Wächter war 1,75 Meter groß. Es fanden sich bei der äußeren Leichenschau keinerlei Verletzungen, die auf ein Kampfgeschehen kurz vor oder während der Schussabgabe hindeuteten. Der zentrale Befund war eine Ansammlung von Schrotkörnern 126 cm oberhalb Fußsohlenniveau. Der Schusskanalverlauf verlief in einem Winkel von etwa 5 Grad leicht nach hinten unten absteigend. Der Einschuss befand sich an der linken Körpervorderseite. Die Schrotladung trifft Otto Wächter kurz unterhalb der Brust. Der Schusskanal verläuft abwärts. Damit ist bewiesen, der Schuss kam von oben. Otto Wächter wurde also nicht im Ansitzwagen getötet, denn dazu hätte der Täter das Gewehr über seinen Kopf heben müssen. Und die Ermittler stellen fest, dass Otto Wächter nach dem tödlichen Schuss nicht bewegt wurde. Die Liegeposition spricht dafür, dass der Schuss aus Richtung des Ansitzwagens kam. Und nun wird es noch rätselhafter. Die Spurensicherung untersucht das Gewehr von Otto Wächter und das von Jürgen Mertens auf Schmauchspuren und stellt etwas Verblüffendes fest. In der Tatnacht ist nur mit einer Waffe geschossen worden. Mit der von Otto Wächter. Der Waffe des Opfers. Da nun feststand, dass sich der tödliche Schuss aus Otto Wächters eigener Waffe gelöst hatte, stellte sich die nächste Frage. Handelte es sich um einen Suizid? Antwort: Nein. Die polizeilichen Ermittlungen, die Befragung der Ehefrau und auch die Ergebnisse unserer Obduktion hatten nichts zutage gefördert, was auf ein Motiv für einen Suizid hindeuten würde. Bei fraglichen Suizidenten schauen wir natürlich ganz genau danach, ob sich irgendwelche unheilbaren Erkrankungen oder schmerzhaften Erkrankungen finden, die aus körperlicher Sicht ein Suizidmotiv liefern. Dies war bei Otto Wächter nicht der Fall. Aber zum Ausschluss, ob es sich tatsächlich um einen Suizid handelte, kam jetzt die Schussentfernungsbestimmung ins Spiel, sowie die Eigenheiten einer Schrotschussabgabe. Was die Schussentfernung anbelangt, unterscheiden wir in der Rechtsmedizin den Fernschuss und den Nahschuss. Und beim Nahschuss wiederum den absoluten und den relativen Nahschuss. Bei einem Fernschuss finden sich keine Nahschusszeichen. Das bedeutet, dass der Schuss aus erheblicher Entfernung abgegeben worden sein muss. Beim absoluten Nahschuss ist das Nahschusszeichen eine Standsmarke. Durch das Aufsetzen der Waffe auf den Körper kommt es zu einem Abdruck der Waffenmündung. Beim relativen Nahschuss ist typisch, dass wir Schmauchspuren, kleinste verbrannte schwärzliche Pulvereinsprengungen in der Haut finden. Aber auch die Besonderheiten eines Schrotschusses müssen wir uns einmal näher ansehen. Dies ist eine Schrotpatrone. Sie besteht aus einem Zündhütchen, einer Treibladung und einer Schrotladung. Beim Abfeuern der Schrotpatrone verlässt die Schrotladung, die dann als Schrotgarbe bezeichnet wird, zunächst als kompaktes Geschoss den Lauf und streut mit zunehmender Entfernung von der Waffenmündung. Und das hinterlässt auf der Haut ein charakteristisches Muster. Hier sehen Sie ein Originalpräparat menschlicher Haut nach einem Schrotschuss aus exakter Entfernung, aus der auch Otto Wächter erschossen wurde. Sie sehen einen zentralen Einschussdefekt und darum einzelne Einsprenkelungen der Schrotgarbe, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits begann aufzuteilen. Hierbei handelt es sich um eine Schussentfernung von etwa 40 bis 60 cm. Hier sehen Sie auch diese schwärzlichen Schmaucheinsprengungen, die den relativen Nahschuss belegen. Dies bedeutete, Otto Wächter wurde aus einer Entfernung von 40 bis 60 cm erschossen. Und jetzt wird die Flinte interessant. Wir haben hier ein vergleichbares Modell von der Lauflänge.
Und wenn Sie einmal überlegen, dass der Lauf schon so lang ist, dass ich ihn kaum selbst erreichen kann, um den Hahn zu bewegen, und dann noch 60 cm oder 40 bis 60 cm addieren, dann ist ein Suizid nahezu ausgeschlossen. Aber was hat sich dann in der Tatnacht abgespielt? Hat jemand Otto Wächter das Gewehr entwendet und ihn damit erschossen? Die Antwort lautet nein. Denn die Spurensicherung stellt fest, dass sich ausschließlich Otto Wächters Fingerabdrücke auf dem Abzug des Gewehrs befinden. Und auch wenn der Täter Handschuhe getragen hätte, er hätte Wischspuren auf dem Abzug hinterlassen. Aber dort finden sich ausschließlich nicht verwischte Abdrücke von Otto Wächter. Doch wie ist das möglich, wenn Otto Wächter unmöglich selbst an den Abzug kommen konnte, um den tödlichen Schuss aus einer Entfernung von 40 bis 60 cm abzugeben? Fassen wir einmal zusammen, was wir bisher wissen. Otto Wächter wurde mit seiner eigenen Waffe erschossen. An der Waffe von Otto Wächter fanden sich nur seine Fingerabdrücke. Der Tote lag vor dem Ansitzwagen auf dem Boden. Otto Wächter musste vor dem Ansitzwagen erschossen worden sein. Die Eintrittswunde befand sich 126 cm oberhalb Fußsohlenniveau mit einem leicht nach hinten unten absteigenden Schusskanal in einem Winkel von 5 Grad. Der tödliche Schuss musste sich aus Richtung des Ansitzwagens gelöst haben. Nochmal die Frage an Sie zu Hause. Was war hier passiert? Es handelte sich um einen nicht natürlichen Todesfall. Und zur Erinnerung, dann gibt es immer drei Möglichkeiten. Mord, Suizid, Unfall. War es ein Mord? Antwort, nein. War es ein Suizid? Antwort, nein. Aber dann kam nur noch eine Möglichkeit in Betracht. Ein Unfall. Aber was für einer? Jagdunfälle können ganz unterschiedliche Verläufe nehmen. Es ist oft ein Zusammenspiel von mehreren unglücklichen Umständen. Es kann einmal sein, dass man halt einfach nur ausrutscht, fällt hin und es passiert gar nichts. Dann kann es sein, man rutscht aus und bricht sich ein Bein. Und dann kann es aber auch passieren im Zusammenhang mit einer Waffe, man rutscht aus und grob fahrlässig, die Waffe nicht gesichert, die Waffe nicht entladen zum falschen Zeitpunkt. Oder es kann auch ein technischer Defekt vorliegen, es löst sich ein Schuss. Kann natürlich die Auswirkung erheblich schlimmer sein, als wenn man einfach nur im Gelände ausrutscht. Stürze von Hochsitzen kann auch passieren, teilweise durch Sabotage, dass schon mal Sitze angesägt werden. Passiert schon mal. Aber meiner Erfahrung nach, und ich gehe jetzt über 30 Jahre auf die Jagd, einen tödlichen Unfall im Zusammenhang mit Schusswaffen habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Die Ermittler stehen vor einem absoluten Rätsel. Sie beschließen deshalb, den Tatort noch einmal in einem weiteren Umkreis durch die Spurensicherung untersuchen zu lassen. Und sie haben Erfolg. Etwa 50 Meter vom Ansitzwagen entfernt finden die Beamten schließlich kaum sichtbare Spuren von Einschlägen einzelner Schrotkugeln. Die Streuung der Spuren wiederum lässt den Schluss zu, dass der Schuss vom Ansitzwagen des Opfers aus abgegeben worden ist. Jetzt haben die Ermittler eine mögliche Erklärung für den ersten Schuss, den der Zeuge gehört hat. Otto Wächter hatte auf ein Stück Wild gefeuert. Und was macht ein Jäger, wenn er nachts auf etwas schießt und sich nicht sicher sein kann, ob er auch wirklich getroffen hat? Na, wissen Sie die Antwort? Sie ist eigentlich ganz einfach. Wenn einem Jäger so etwas passiert, dann geht er nachsehen. Und jetzt war nicht nur klar, dass sich zwei Schüsse gelöst hatten, sondern auch warum. Und dass Otto Wächter nach dem ersten Schuss den Ansitzwagen verlassen hatte. Völlig unklar war nach wie vor, wie Otto Wächter sich erschießen konnte, ohne dass er den Abzug hätte berühren können. Oder wie er erschossen worden war, ohne dass eine andere Person an dem Abzug Spuren hinterlassen hatte. Dieses Rätsel galt es jetzt zu lösen. Und das erforderte eine sehr kleinteilige Tatrekonstruktion. Wer hat Otto Wächter erschossen? Ein letztes Mal kehren die Ermittler an den Tatort zurück. Unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Daten wird die Tat rekonstruiert. Die Position des Ansitzwagens, der Schusskanalverlauf,
die Höhe aller einzelnen Teile des Ansitzwagens, die Tatsache, dass der tödliche Schuss aus Richtung des Ansitzwagens kam, die Liegeposition der Leiche und die Tatsache, dass keine fremden Fingerabdrücke auf der Tatwaffe sind, lassen am Ende nur noch einen Schluss zu. Der Täter ist überführt. Und? Haben Sie das Rätsel gelöst? Der Täter ist hier bei mir. Der Täter war dieses Kissen. Der Täter war kein Mensch. Der Täter war auch nicht das Opfer selbst. Der Täter hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Und vor allen Dingen, der Täter war in genau der richtigen Position, um Otto Wächter zu erschießen. Dieses Kissen. Otto Wächter war ein ausgebildeter Jäger mit langjähriger Erfahrung. Aber trotzdem unterlief ihm eine kleine Unaufmerksamkeit. Eine Unaufmerksamkeit, die ihn das Leben kostete. Otto Wächter gab aus seinem Ansitzwagen einen Schuss ab. Um zu sehen, ob er ein Stück Wild erlegt hatte, musste er vom Ansitzwagen hinabsteigen. Und dafür benötigte er beide Hände. Seine Flinte legte er auf das Kissen des Stuhls im Ansitzwagen und stieg hinab. Als er auf dem Boden war, griff er die mit dem Lauf zu ihm gerichtete Flinte und zog sie an sich heran. Der Abzug der Jagdflinte verhakte sich an einem Knopf des Sitzkissens. Und der Faden des Knopfes war stark genug, um den Zug auszuhalten. Das wurde Otto Wächter zum Verhängnis. Denn dadurch löste sich der tödliche Schuss. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe war Otto Wächter 40 bis 60 cm von der Mündung der Flinte entfernt. Aufgrund der kurzen Distanz und der Massivität der Schrotladung verstarb er sofort. Da sich das Sitzkissen leicht erhöht im Ansitzwagen befand, erklärte dies auch den Schusskanalverlauf mit einem von oben nach hinten unten absteigenden Winkel von etwa 5 Grad. Eine kleine Nachlässigkeit, ein einziger unaufmerksamer Moment mit einer geladenen und nicht gesicherten Waffe kostete Otto Wächter auf tragische Weise das Leben und führte zu einem Rätsel, das nur durch das Zusammenwirken von Spurensicherung und Rechtsmedizin gelöst werden konnte. Und Sie und ich waren hier gemeinsam dem Tod auf der Spur. Und nächste Woche bei dem Tod auf der Spur. Ein Auto explodiert in voller Fahrt, doch es gibt keinen Fahrer. Nur auf der Rückbank liegt ein verkohltes Skelett. Und in Berlin wird eine 6-köpfige Familie tot aufgefunden. War es Mord?